Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Folge 65. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, wir waren in der letzten Folge so ein bisschen am Rumrätseln, ja, wie es weitergeht. Und dann kam ich auf die Idee, den Schlüsselbund von Robert, der eigentlich im Sanatorium gefunden wurde, naja, auf sein Arbeitszimmer anzuwenden. Und siehe da, wir sind in seinem Arbeitszimmer. Die Uhr ist ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Aber jetzt schauen wir uns erstmal um. Ist ganz, wie soll ich sagen, also eine Menge Zeug, das man anschauen kann. Ganz viel. Ja, schauen wir mal. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Gut, wozu auch? Eine Lampe? Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht. Au, mir fällt was ein. Nicht, dass ich jetzt weiß, wie es weitergeht, aber ich habe so ein Flashback gerade im Kopf. Aber ich möchte nichts verraten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Also, ich habe aber ein Flashback im Kopf. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Schade, dass ich mich nicht daran erinnere, wie es weiterging. Ich weiß, glaube ich, da kommen noch knackige Rätsel. Was ist das überhaupt? Ein Buch. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Tja. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Ja, das stimmt wohl. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Nicht. Ein Bild noch, ein kleiner Tisch. Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Das ist ein gelber Schlüssel. Wir haben ja grün, rot und weiß. Das ist ein gelber Schlüssel. Oder, ja, so gülden oder cremefarben. Okay. Anatomie. So ein Ständer mit so kleinen Fiolen drin. Ein Glas. Kleine Dose. Anatomie. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Aber gearbeitet woran? Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Für die Schublade hier unten, oder was? Sie lässt sich nicht öffnen. Sie lässt sich nicht öffnen. Beide sind verschlossen. Daran ist nichts Besonderes. Geht's? Das sieht aus wie ein Wertpapier. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Okay. Wertpapiere. Aber wofür? Irgendein Wertpapier. Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Karl, was ist das für ein Symbol hier? Sieht aus wie der Teufel. Ist das jetzt mit Zaubertinte oder mit Offenbare? Nein, hat nicht funktioniert. Schade. Vielleicht. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Nein. Schade. Schließen wir unten noch auf. Seine Frau, oder was? Sophie, Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Deswegen sperrt das da ein, oder was? Das war's? Wow. Ich habe das Wertpapier jetzt gefunden und das war's, oder was? Das kann unmöglich schon alles sein. Ist aber wohl so. Geil. Ist nicht so, dass ich jetzt übertrieben weiß, wie es weitergeht. Vor allen Dingen bin ich jetzt nicht sicher, muss ich das hier jetzt an dieser Stelle fortführen oder habe ich an anderer Stelle noch was zu tun? Wenn ihr wisst, wie ich es meine. Denn
Ja, gut. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie das geht mit dieser Uhr oder was das soll. Ich habe ja wieder mal kein Fingerzeig. Yippie. Tja. Rechtsklick auf die Lampe geht auch nicht. Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht. Sagt er, das ist bei jeder, oder was? Sie spendet ein... Ja, danke. Also ich habe eine etwaige Idee, wie das damals, zumindest an dieser Stelle, dann weiterging. Also nicht, was ich tun muss, aber ich... Mir dämmert es irgendwie ein bisschen. Aber wie habe ich das damals gemacht? Und wie das, was soll das mit der Uhr? Hä? Ich meine, das bringt mir überhaupt nicht weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Ja, toll. Also, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt wieder mal ein Rätsel ohne Fingerzeig. Ich kann jetzt hier das nach vorne drehen und irgendwie... Ja, super. Also, ich glaube, das weiß ich jetzt nun wirklich nicht, aber ich glaube, das ist wie ein Tresor, wo man halt einfach Ziffern einstellen muss. Also quasi, sagen wir mal, 3, ja, für 3 Uhr, so. Na gut, das war natürlich jetzt... Es sprang auf 4, ich weiß nicht warum. Ist aber auch gar nicht so einfach. So, sagen wir, von mir aus kann ich das auch? Nee, kann ich nicht drehen. Ja, dann ist es meinetwegen 4. Also zum Beispiel 4. Jetzt springt er wieder auf 3. Wow. Also okay, dann halt 3. Und dann, wenn man sagt, 3 ist das, was ich eingeben will, dann so. Also 3, 6, 12 oder so. Wisst ihr, was ich meine? Nur, ich habe ja überhaupt keinen... Ich weiß ja nicht, was ich eingeben soll. Also ich weiß ja nichts. Ich kann nicht... Ohne Fingerzeig ist hier nichts zu machen. Na geil. Also da muss ich gestehen, weiß ich überhaupt nicht jetzt gerade, wie es weitergehen soll. Aber es muss ja hier irgendwas sein. Weil dieses Wertpapier bringt uns jetzt auch nicht weiter. Weiß nicht, ob wir das jemand zeigen könnten oder so, vermutlich nicht. Das wird uns nicht weiterhelfen. Also das verstehe ich nicht. Weil also an dieser Uhr, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da eingeben muss. Und diese Lampen... Kann ich nicht rechtsklicken, beim Linksklick sagt er einfach nur, sie strahlen ein komisches grünes Licht. Und das war's. Bücher sind nicht anzuklicken. Hm. Also das ist jetzt die gute Preisfrage. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwo was gesehen habe, was jetzt wie eine Kombination oder so ausgesehen hätte. Überhaupt nicht. Und hier auf dem Tisch bin ich ja, abgesehen davon, dass ich die Schubladen nochmal auf und zu machen kann und hier nichts mehr drin ist, bin ich ja fertig. Da ist ja nichts. Ja. Ich kann hier nichts mehr anklicken. Ich habe jetzt den kleinen Schlüssel gefunden und damit fange ich nichts an. Und ja, ich kann den Typ hier nochmal anschauen, aber hier kann man ja auch nichts klicken. Dass man irgendwie am Rahmen irgendwas klicken kann oder was weiß ich. Ja, toll. Und jetzt? Stehe ich im Wald. Kann ich das Wertpapier jemand zeigen oder? Also das verstehe ich jetzt nicht. Oder kann ich raus? Ja, ich kann raus. Also das begreife ich nicht. Das begreife ich jetzt gerade nicht, was ich tun muss. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Toll. Ich gehe mal auf mein Zimmer, vielleicht ist da noch irgendwas. Also das mit der Uhr, ich meine, ich denke, das ist eine Kombination oder ein Kombinationsschloss. Aber ich habe die Kombination nicht. Wo soll ich die herzaubern? Hinlegen kann er sich auch nicht. Die Schubladen haben wir auch schon 1 Million Mal angeschaut. Das Kaminfeuer kennen wir auch schon auswendig. Also das verstehe ich nicht. Da ist auch nichts Neues. Ich weiß nicht, ob wir Bates ansprechen können, ob er irgendwie weiß, was das soll mit der Kombination oder irgendwas. Hä? Ich kann jetzt nicht an dieser Uhr 5000 Jahre da rumeiern, ohne jetzt überhaupt zu wissen, was das soll. Und das Wertpapier... Boah. Kann ich das vielleicht unter dem Mikroskop anschauen, das Wertpapier? Aber wozu? Also das weiß ich jetzt echt nicht gerade. Jetzt dachte ich, dass ich da übelst weiterkomme, weil ich, ja, weil ich da ins Zimmer reinkam, aber ach du liebe Zeit. Ich glaube nicht, dass er was drüber weiß, oder? Brauchen Sie etwas, Sir? Okay, das ist also auch nichts. Auf ihn anwenden kann man es auch nicht. Also dann weiß ich es jetzt gerade auch nicht richtig.
Ich kann mal versuchen, ob ich... Ich kann ja damit schnell reisen, flott hin. Ob ich das irgendwie mit dem Mikroskop untersuchen kann. Aber ansonsten... Puh. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, das Game durchzuspielen, ohne dass ich mal irgendwo spickel. Weil ich denke, das zieht auch an. Von der Schwierigkeit. Hm. Hier ist ja auch nichts mehr. Da kann ich mal mehr, obwohl das Symbol kann ich noch anschauen. Ich wollte sagen, ich kann nicht mehr, das Symbol anschauen, aber hier ist halt das Mikro... Okay, ganz toll. Also es gibt nicht mal mehr das Mikroskop. Da brauche ich hier aber auch nicht mehr herkommen. Also das verstehe ich nicht. Das kann ja unmöglich jetzt alles sein, oder wie man sagen will. Ja, super. Kann ich da vielleicht mit dem Feuerzeug unten ranleuchten? Durchscheinen lassen? Also dann weiß ich es nicht. Also ich bin jetzt echt überfragt gerade. Wen könnte ich über Wertpapiere fragen? Es gibt ja auch keinen Banker oder sowas hier. Kann immer noch nach Willow Creek, ja toll. Oder zur Chöre. Ist jetzt vielleicht jemand da? Nee, man kann da nicht rein. Ich kann jetzt nicht an dieser Uhr 3 Jahre rumspielen und irgendwas drücken, ohne zu wissen, was ich da drücke. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Na, das war jetzt auch gut. Victoria konnte ich auch nicht auf den Mann ansprechen, auf dem Gemälde, dass ich hätte fragen können, wer ist das? Mhm. Also jetzt hänge ich, Freunde. Jetzt hänge ich. Noch nicht so knapp. Tja, toll. Dann muss ich da nochmal rein, dann ist es vielleicht wirklich ein Rätsel. Aber ich begreife es gerade nicht so ganz, was das soll. Lampe und Uhr, ja toll. Genau. Rechtsklicken kann man es nicht. Wertpapier ranhalten. Was? Ah, ich hatte ja gerade schon gesagt, mit dem Feuerzeug durchleuchten. Vielleicht tut das grüne Licht das Lesen, also lesbar machen. Und vielleicht steht da die Kombination drauf oder so. Oder? Echt jetzt? Oha. Oh. 6 3 0 8 1. Mhm. Muss mal die Drucktaste drücken, sieht cool aus. 63081. 63081. Ja gut, ich kann bei der Uhr also eingeben, versuchen. Ist das immer so oder spielt das eine Rolle? Ist immer 6. Ja, danke. Ist immer 63081. Wir probieren es bei der letzten Lampe noch. Aber es wird dasselbe Ergebnis sein. Ja, dann gebe ich bei der Uhr halt mal ein. 6 Uhr 63081. Na gut, okay. Probieren wir mal. Ist immer das gleiche. 6. Ja, also 630. Aber wie gibt man 0 ein? Ich kann doch bei einer Uhr nicht 0 eingeben. Wie gebe ich denn 0 ein? 0 Uhr, oder was? Obwohl doch 0 Uhr, ja. Also 12 Uhr auf gut Deutsch. Ja gut, okay, probier mal. 63081. Vorhin hat es da rumgebackt. Hoffentlich kriege ich das ein bisschen besser hin. Okay, 63081. Also 6. Ja, 6. 6. 3. Machen wir jetzt mal. 3. 3. 0 ist dann... Ja gut, 0 wäre... Ist es wichtig, in welche Richtung ich gehe? Weil 0 Uhr wäre dann eher so. 0... Oh, das wird doch egal sein, oder? Also 0 Uhr. 8 Uhr. Machen wir mal so, 8 Uhr. Ich bin hier am Drehen mit meinem... mit meiner Maus. 8 Uhr. 0, 3, 6, 0, 8. 8. 1. Jawohl, habe ich jetzt irgendeine Zahl vergessen? Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Nee, Moment, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt bin ich durcheinander gekommen. 36081, oder? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Oder habe ich das jetzt nicht gerade gemacht? Nochmal. 63. Ja, ist gut. 63081. Habe ich das nicht gerade gemacht? 63. Habe ich doch gemacht, oder nicht? Probieren wir nochmal. 63081. Okay. 6, 3,
3. Hoppala. 3. 0. Dann 8. 8. Und dann halt 1. 63081. Warum geht denn das nicht? Das verstehe ich nicht. Habe ich doch gemacht jetzt, 63081. Ja, toll. Und warum geht's nicht? Ja, toll. Jetzt habe ich zwar das ein bisschen... Ich habe mir übrigens nicht daran erinnert, dass das so geht. Ich wusste, dass irgendwas mit den Lampen ist. Irgendwie so Dateimerzahl teilweise, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich das Papier so... Ja, aber was? Ich habe es doch jetzt eingegeben. Oder muss ich das irgendwie kombinieren? Oder was soll das jetzt? 6. Also das verstehe ich nicht. Habe ich doch gemacht jetzt. 63081. Habe ich doch gemacht? Aha. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich war der Meinung, ich habe es jetzt eingegeben. Aber es ist ja offensichtlich falsch. Na, vielen Dank. Vielleicht andersrum. 81036. Aber das ist auch nur Unsinn, oder? Ja, toll. Ich habe keine Ahnung, meine Freunde. Das ist wieder mal so ein Rätsel, wo ich nicht weiß, was das soll. Wo ich vielleicht einen Hinweis brauche. Aber eigentlich war ich der Meinung, das passt schon so. Ja, toll. Hat das was mit den Zahlen da unten noch? Obwohl, das kann ja auch nicht sein. Das sind ja viel zu viele Zahlen. In welcher Ding soll das da irgendwie zusammenhängen? Glaube ich nicht. Und addieren oder so ist ja auch Quatsch. Muss man vielleicht immer vor und zurück gehen, wie bei einem Dressur? 63081. Ich hätte es noch länger gemacht, die Zahl. Das wird nicht funktionieren. 63. Ich gehe jetzt immer vor und zurück. 63. Also das verstehe ich nicht. 0. Und dann noch 1. Man bekommt aber auch kein Klicken, dass man hört, okay, das stimmt oder das ist falsch oder... 1. Also ich habe jetzt 63081 eingegeben. Es geht nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Tresor und gibt mir einfach das ein, aber... Obwohl ich sehe gerade, was ist das denn? Man kann es ja kaum erkennen, aber... So, hä? Man sieht es ja kaum, aber... Hier steht irgendwie 60, da steht 5. 55. Obwohl, das soll einfach so... Ja gut, das ist so einfach die Uhr im Sinne von ja, 30 und so weiter, okay. Aber... Also jetzt weiß ich nicht. 63081. Verstehe nicht. Soll das irgendwie 6.30 Uhr heißen oder so, aber... Also so? 6.30 Uhr? Wegen 6.30? So 6.30 Uhr? Und was ist dann 8.1? 8.10 Uhr oder was? Oder 0, das muss ich 0 noch mitnehmen. Also 6.30 Uhr, dann 0. Also da soll ein Mensch draufkommen. Und 8.1 ist 8.01 Uhr oder was? Ich habe keine Ahnung, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nachschauen muss oder so. Weil man kann ja wirklich auf die Minute genau einstellen. Also das wäre, glaube ich, jetzt 8.01 Uhr. Keine Ahnung. Also da muss ich passen. Da weiß ich nicht so recht, wie ich das jetzt machen soll. Ob ich da nachschauen muss oder ob ich jetzt... Weil ich denke schon, dass man hier weitermachen muss. Aber ich verstehe das Prinzip irgendwie nicht. Es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich da in der nächsten Folge noch 5 Jahre rummache. Also das Prinzip ist mir unklar. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen probieren in der darauffolgenden Folge. Aber wenn ich dann in der nächsten Folge auch nicht weiterkomme, verstehe ich einfach nicht. Was hat das jetzt... Was bringt mir das? Oha, da ist auch nochmal was. Was ist das? Römisch, was ist das? Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Was bringt mir das jetzt? Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses.
Das ist ja auch eine Zahl. MCXX. Ich weiß nicht mal welche, aber... Ja, keine Ahnung. Ich beende jetzt mal die Folge hier. Sie ist eh durch. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, dann müsst ihr die wiederum anschauen. Ja. Und bis dahin. Tschüss.